Gib gekackert. Das muss nicht vergessen, dann Toilette ist nicht. Die Kackert, ja. Auf 37 Grad kochen. Ja. Dann gebe ich das mal außerhalb der Wanne, die Gesichter, das Augen und so, damit man nicht was aus dem Stuhlgangsbereich in die Augen schmiert. Stirn, Nase, Wange, Mund und bleibst du gesund. Yeah. Ja, dann gibt es einen Badegriff für Babys, den muss man ja sicher in der Wanne tragen. Jetzt legt man das Köpfchen so drunter, greift den Oberarm, da hat man einen festen Halt und trägt den Po. Und halt den Oberarm fest und dann kann man schwimmen. Und das hier immer Wasser an zur Seite.
von außen nach innen waschen. Mhm. Und ein Babybad dauert nicht länger als die Reinigung in so jungen Zeitalter wie er, weil die Kinder nach dem Baden sehr auskühlen. Mhm. Ja, und die Haare richtig trocken machen. Ne? Ja. Wichtig beim Baby sind die Falten, also hinterm Ohr, die Ohrmuschel hinterm Ohr, dass da ein Schwund wird hier, da muss man richtig den Schwanenhals ausrecken. Ja. Eine kleine Faust aufmachen, die Beugen gehen. Gibt's auch hier bei Babys noch die Käseschmiere? Die hat er nicht, der ist richtig sauber geboren. Haftet, die geht weg, ne, wenn das Kind reif ist. Und manchmal findet man noch was so in den Leisten, wie bei ihm. So. Kauf eine Stelle vom Handtuch, jawohl. Und dann ziehen wir das wieder an, das war's im Grunde. Ja. Mehr macht man nicht, weniger ist mehr. Hm. Das Badezusatzzeug, das nehmen wir mal schon. Später, viel später. Mhm. Oder ist es in trockener Haut? Da haben wir auch schon so ein Ölbad gemacht. Welches Öl nimmt man da? Das ist ein schönes Pflegeöl oder Olivenöl oder einfach ein Öl. Okay. Aber dann darf es auch ein bisschen duften, finde ich. Muttermilch ist optimal, wenn das zu viel ist. Bei trockener Haut in der Muttermilch bleiben, die Cleopatra. So. Einmal auf den Bauch. Hände und das Kinn. Kannst du dich schön abstützen. Ja. Hautvisite, alles gut. Kopfstützen, Schulterstützen. Rum. Ja. Ah, ich brauche einen Pampers. Uns erzählen. Ne? Jetzt bist du eine Runde länger müde nach dem Baden. Ne? Dann guckt man mal, ob zwischen den Zehen Fusselchen hängen. Wenn die Kinder größer werden, dann transportieren die ganzen Wäsche die Fussel mit. Ja. Feines Baby, nicht zu beanstanden. Kein Popel in der Nase, keine Stelle an der Haut, alles fein. Nach dem Baden brauchen die Babys immer ein bisschen mehr Wärme. So, ein bisschen.
Müde.